Ihr Job ist nicht einfach. Monica Ambrosini muss die Öffentlichkeit überzeugen, dass Venedig kurz vor der Rettung steht. Doch die Kommunikationschefin des Projekts Mose weiß, bei jedem neuen Hochwasser steigt die Wut, dass das gigantische Deichsystem noch immer nicht fertig ist. Die Leute sind misstrauisch, denn nach all den Jahren sehen sie kein Ende der Bauarbeiten. Beim letzten großen Hochwasser hieß es deshalb, jetzt könnte uns Mose retten, aktiviert diese Deiche endlich. Das war im letzten November, als eine Sturmflut weite Teile der Stadt überschwemmte und historische Uferanlagen wie die Riva dei Schiavoni verwüstete. Doch das nächste Hochwasser, womöglich schon im Herbst, soll vom mobilen Deichsystem gestoppt werden, so der Plan. Dafür laufen jetzt die Generalproben. Monica Ambrosini bringt uns zum Lido, wo die Lagune von Venedig in die Adria mündet. An der neuen Kaimauer aber ist Endstation. Der Wachschutz des Projekts Mose lässt uns auf dem Wasser nicht näher ran. Aus Sicherheitsgründen, heißt es. Anscheinend trauen die Ingenieure dieses Mammutprojekts selbst ihrer eigenen Öffentlichkeitsarbeit nicht. Denn das Bauvorhaben ist bislang eine echte Herausforderung. 40 mal 60 Meter große Fundamente mussten versenkt und durch ein Schleusensystem unter Wasser miteinander verbunden werden. Darauf wurden dann insgesamt 78 bewegliche Deichelemente verankert, jedes über 300 Tonnen schwer. Diese enormen Schwimmklappen mussten dann ganz genau nebeneinander eingepasst werden. Die Toleranz war gerade einmal 5 mm. Die Montage war eine ferngesteuerte Präzisionsarbeit unter Wasser. Seit 17 Jahren wird nun zwischen der Lagune und dem Meer gebaut. Immer wieder kam es zu Baustopps, sogar zu Verhaftungen wegen Korruption und Schmiergeldern. Das Projekt Mose hat deshalb bei vielen Venezianern einen schlechten Ruf. Auch Andrea Barina will das nicht mehr länger hinnehmen, bemängelt die fehlende Transparenz in Sachen Kosten und Effizienz. 6 Milliarden Euro für ein Projekt, das international von vielen Fachleuten kritisiert wird, von dem es heißt, es wird nie Venedig wirksam schützen. Das ist eine enorme, nie dagewesene Verschwendung öffentlicher Gelder. Die Lagunenstadt brauche ganz andere Rezepte, um gerettet zu werden. Gemeinsam mit einem Mitstreiter seines Vereins zum Schutz und Erhalt Venedigs zeigte uns Andrea Barina die Schäden von Sturmflut und Hochwasser im letzten November. Die Wucht des Wassers hat viele Mauern weggespült. Dabei diente die Giudecca-Insel hier wie ein Bollwerk und konnte ähnliche Schäden in anderen Stadtteilen verhindern. Hätte man viel von dem Geld für Mose nicht auch für wirksamen Hochwasserschutz in der ganzen Stadt ausgeben können? Durch den Klimawandel wird es ja künftig immer mehr und immer stärkere Sturmfluten geben. Die mobilen Deiche draußen in der Adria werden Venedig wenig schützen. Davon ist Andrea Barina überzeugt. Er ärgert sich, dass in all den Jahren viel zu viel Geld in das Projekt Mose und viel zu wenig in den Erhalt der historischen Bausubstanz investiert wurde. Es ist weniger das Hochwasser als mehr der starke Schiffsverkehr und die Kreuzfahrtschiffe mit ihrer Wasserverdrängung, die seit Jahren schon die Fundamente unterspülen und die Statik dieser Gebäude gefährden. Deshalb müssten die Kanäle wieder regelmäßig trockengelegt und die Fundamente saniert werden. Das aber passiert in Venedig seit Jahrzehnten nicht mehr. Monica Ambrosini sieht das anders. Zusammen mit den Verantwortlichen der Stadt setzt sie ganz auf das Projekt Mose. Gelingen alle Tests, zeigt das mobile Deichsystem, dass es ohne Pannen funktioniert, dann werde alle Kritik verstummen. Die größte Genugtuung wird sein, wenn die Bewohner Venedigs beim nächsten starken Hochwasser im Trockenen bleiben. Bislang gab es aber nur Schönwettertests. Nach 17 Jahren Bauzeit und vielen Unterbrechungen muss Venedig weiter auf einen wirksamen Hochwasserschutz hoffen.